Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Lanas Einmaleins zum Leben, hier bei einem Food Haul, bei einem riesengroßen Food Haul oder nicht nur Food Haul. Ich zeige einmal im Monat in der Regel, was ich so einkaufe, mache immer einen Großeinkauf und kaufe dann die restlichen Wochen eher nur noch die Sachen ein, die man halt frisch braucht für den restlichen Monat. Und diesmal ist es ein besonderer Food Haul oder ein besonderer Großeinkauf, nennen wir es mal lieber so. Weil es das erste Video ist aus meiner Wochenbettzeit. Ich habe ein Kind gekriegt, deswegen waren jetzt in den letzten Wochen auch weniger Videos oder kaum Videos auf meinem Kanal. Und war jetzt mal wieder einkaufen und habe da natürlich auch deswegen anders eingekauft. Du siehst es hier jetzt schon ein bisschen aufgereiht und ich würde jetzt mal sagen, gehen wir Stück für Stück die Sachen durch, weil ja, es sind ganz andere Sachen mit dabei gewesen. Es ist jetzt ein ganz anderer Einkauf, aber vielleicht interessiert es dich trotzdem, was so eine frisch gebackene Mama sich alles eingekauft hat. Mein Mann und ich waren vorhin beim Globus, das ist bei uns so ein großer Supermarkt. Ich weiß, den gibt es nicht überall oder Globus ist bei manchen Leuten auch ein Baumarkt. Bei uns ist es so ein Supermarkt wie vergleichbar mit Kaufland. Und da haben wir einmal so Aufbewahrungsboxen gekauft, weil es sämtliche Sachen gibt zum Neusortieren und Aufbewahren. Und du siehst jetzt hier vorne schon aufgereiht, wir haben einmal so Wickelunterlagen, Windeln, Feuchttücher, Wochenbetteinlagen, Klopapier, ganz viel Deo und Duschdass. So ein bisschen Schwung einfach mal auf Vorrat. Das mache ich ganz gern, dass ich halt das mache, wenn oder das alles einkaufe, wenn mein Mann mit dabei ist, dann brauche ich nicht alles alleine schleppen. Und gerade jetzt hat sowieso er den ganzen Einkauf getragen, der Brave, weil ja, ich mich einfach noch ein bisschen schonen sollte, hat die Hebamme gesagt. Das räume ich jetzt mal alles kurz weg und dann geht es zu den Lebensmitteln. Der Einkauf ist jetzt ganz real and honest. Ich bin nicht mal geschminkt oder irgendwas müde. Wenig geschlafen, aber es geht mir gut. Ja, die Einkäufe, die sind auch ein bisschen anders diesmal, weil wir werden voll bekocht in den nächsten Wochen. Wir bekommen zweimal die Woche Essen von verschiedenen Freunden, die sich zusammengetan haben und die bekochen uns und bringen uns Essen vorbei. Das heißt, wir brauchen gar nicht so viel zum Essen oder zum Kochen. Aber doch ein paar Snacks oder ein paar Sachen habe ich trotzdem gekauft. Ich habe auch einiges vorgekocht gehabt. Das ist noch im Gefrierfach. Also zehren wir jetzt gerade so ein bisschen von unseren aktuellen Beständen und werden noch versorgt. Von dem her, wundere dich nicht, es ist ganz wenig Obst und Gemüse jetzt in dem Einkauf mit dabei. Und dafür viele knappe Sachen. Wie wirst du jetzt gleich alles sehen. Da haben wir einfach auch wieder Vorrat gekauft. Joghurt zum Frühstücken habe ich gekauft, ein bisschen Frischkäse, wenn wir mal schnell eine Brotzeit machen, Mozzarella, Packungen, 4 Packungen Käse, der war im Angebot und ich mag den Lea da mal ganz gern, eine Packung Tomatoes, dann auch zum Brotzeit machen Essiggurkerl, schaden nie und bleiben ja auch ewig haltbar, noch ein bisschen Joghurt. Stracciatella-Joghurt ist mein Lieblingsjoghurt. Nochmal einen Aufstrich. Und dann noch so Knabbernossis und Bergsteiger-Salamis und was weiß ich alles. Auch zum Brotzeit machen. Snacks. Pombeeren in so einer Pringles-Packung. Wollte mein Mann mal ausprobieren. Dann haben wir eine Butter. Wir haben noch ein bisschen Bananen, deswegen habe ich jetzt nur 2 noch unreife gekauft, weil zuerst die Reifen noch weg müssen. Karotten, Äpfel, nochmal Salami, ein Joghurt aus Hafermilch mit Heidelbeergeschmack und dazu Crunchy Müsli. Genau, ich mache mir halt in der Früh ganz gerne einfach Haferflocken und dann ein bisschen was Knuspriges noch mit rein oder ein paar Nüsse in den Joghurt. Und das reicht mir dann morgens zum schnell satt werden. Das ist ein beliebter Snack bei uns. Seit der Schwangerschaft mag ich die total gern.
so Schokohörnchen. Ein Apfel, der da rausgekullert ist. Und wir haben neue Stühle für den Esstisch. Und da haben wir noch ein paar solche Filz gebraucht für unten, damit der Boden nicht so verkratzt. Und dann habe ich noch so Haken gekauft, die will ich an den Wickeltisch kleben, wo ich dann Waschlappen und sowas aufhängen kann. So, on to the next one. Es geht natürlich weiter mit Knabbersachen. Meine Lieblingschips. Salt and Vinegar, liebe ich total. Dann ein paar Salzbrezeln. Meine Lieblingspombeeren, die mit Ketchup-Geschmack. Du siehst schon, ich mag so ein bisschen die außergewöhnlichen Sachen bei Chips. Sour Cream zum Beispiel mag ich aber nicht so arg. Die wollten wir mal ausprobieren. Ofen-Mini-Pombeeren. I don't know. Mit Paprika-Geschmack. Und dann, die mag ich voll gern. Jeden Tag ist da die Marke. Und ich glaube, das ist jetzt die Hauseigenmarke von Globus. Also wenn du einen Globus hast, dann probier mal diese Cookies aus. Die sind nämlich weiche Cookies und so ein bisschen amerikanisch. Ich finde zum Beispiel die vom Aldi, da gibt es auch ganz gute, die schmecken gut, aber die sind nicht so weich, die haben nicht so richtiges Cookie-Feeling. Und die schon, und darauf habe ich richtig Bock. Zum Schluss der Schwangerschaft habe ich nämlich auf sowas verzichtet, weil man ja dann auch nicht so viel Zucker, nicht so viel Weizenprodukte essen sollte, damit wirkt sich irgendwie positiv auf die Geburt aus, habe ich halt versucht, ein bisschen umzusetzen und jetzt freue ich mich, dass ich ab und zu wieder sowas essen kann. Dann will ich es mir so einfach wie möglich machen im Wochenbett und habe mir deswegen mal ein fertiges Salatdressing gekauft, damit ich auch Salat esse und das halt dann schnell geht. Dann Feuchttücher zum Reinigen, Brillenputztücher, noch mehr Reinigungstücher, Tuckkekse, sind wir wieder bei den Snacks, und last but not least, die Brottüte, die darf natürlich nicht fehlen. Ich habe einmal ein Dinkelvollkornbrot gekauft, dann so ein Partyrand mit so zum Teil Käse überbackenen Zupfbrot, kann man das so nennen? Ich weiß nicht. Käsespeckstangen, die friere ich ein und die kann man dann mal in die Arbeit mitnehmen. Laugenstangen friere ich auch ein. Da habe ich zwei Stück gekauft. Und dann noch ein ganz normales Weizenmischbrot. Und das war's. Das war's. Aber natürlich teile ich noch den Preis mit dir. All das, die Einkaufsliste ist sehr lang, hat uns 186 Euro gekostet und 6 Cent. Ganz schön viel, aber allein schon so drei Packungen Windeln ist man halt schon mal 15 Euro los, gell? Wenn man dann noch sowas wie Filz oder diese Aufbewahrungsboxen kauft, halt so Sondersachen, die man sonst nicht kauft, dann sprengt es schnell mal das Budget. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Deswegen mache ich einen Monatsgroßeinkauf, dass ich einmal eine große Rechnung habe und dann die restlichen Wochen das Budget eng und klein halten kann. Ich werde ja bekocht wir werden bekocht als Familie in den nächsten Wochen. Und ich habe mich gefragt, ob das für dich interessant ist. Fändest du das cool, wenn ich das teile, was die Leute uns kochen? Vielleicht als Inspiration, wenn du jemanden hast, der vielleicht gerade krank ist oder selber ein Kind gekriegt hat oder gerade eine stressige Lebensphase hat, was kann ich dem Gutes tun, was kann ich dem kochen, was kann ich dem bringen? So habe ich es mir gedacht. Weiß nicht, ob das interessant ist für dich, weil dann filme ich einfach mal ein paar von den Sachen mit, die uns die Leute so in den nächsten Tagen vorbeibringen. Vielleicht ist es eine Inspiration. Ist jetzt aber kein Kochvideo, weil ich sie ja selber nicht koche. Ich esse es nur. deswegen meine Frage an dich. Schreib mir das mal in die Kommentare, ob sowas für dich interessant wäre. Dann versuche ich da mal dran zu denken und das mitzufilmen. Alles in allem hoffe ich, dass dir dieses schnelle, kurze, einfache, ganz simple Video gefallen hat. Mehr kann ich gerade nicht bieten, aber ist auch eine schöne Phase jetzt. Und genau,
Ich habe euch ja schon vorbereitet darauf, dass ich es ein bisschen reduzieren werde auf meinem Kanal, zumindest die nächsten Wochen und Monate. Und dann schaue ich mal, wie schnell ich wieder in einen Rhythmus reinkomme. Ich bin gespannt, was die nächste Zeit so mit sich bringt. Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal, falls noch nicht geschehen. Und ich freue mich über einen Daumen nach oben, wenn du solche Videos genießt und schätzt und dich freust einfach, wenn ich ja so ganz simple Sachen mit dir teile. Bis zum nächsten Mal hier bei Lanas Einmal eins zum Leben. Ciao!